Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Minispielkalender, heute mit einem sehr coolen Spielmodus, und zwar Jump League. Ja, und oh Gott, wir können noch nicht los. Ihr seht, hier sind ganz viele Leute und ein Jump'n'Run vor uns. Und in dem Jump'n'Run geht es darum, also auf dem Jump'n'Run sind Kisten verteilt und es geht darum, sich möglichst viele davon zu holen, dass man gute Ausrüstung bekommt, denn am Ende wird gekämpft und ja, wer da im Jump'n'Run die bessere Ausrüstung bekommen hat, hat da dann natürlich Vorteile. Also ein gemixter Spielmodus zwischen Jump'n'Run und PvP ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Wir haben den ersten Checkpoint schon erreicht, aber leider erst eine Kiste, da oben ist wieder eine. Wir bräuchten natürlich im besten Falle noch eine Waffe irgendwann. Ah, wie komme ich da denn hin? Ach so, wahrscheinlich erst, wenn ich weiterspringe. Okay. Oh Gott. Die Sprünge sind, na, noch gehen sie, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst runterzufallen. So, wir haben eine bessere Hose bekommen, ein bisschen was zu essen, ist natürlich auch nicht verkehrt, aber immer noch keine Waffe. Links steht die Zeit, die abläuft, oder aber auch die Distanz. Es gibt hier, glaube ich, ein Ziel irgendwo und wenn das der Erste erreicht hat, ist auch vorbei. So, da haben wir Checkpoint 2. Wir sind sogar ganz vorne mit dabei, also die Ersten im Jump'n'Run. Aber ich denke mal, dass durchaus der ein oder andere von denen schon eine Waffe hat. Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen und einer ist wieder bei gleich weit wie wir. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier drin sind. Ich glaube 8. Oh nein, da hat's geleckt beim Absprung. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich stelle mich nicht sonderlich gut an, aber die Gegner scheinen auch nicht so die Profis zu sein im Jump'n'Run. Vielleicht sind sie dafür besser im PvP, wer weiß. Ich werde hier jetzt auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen bei diesen schmalen Eisengittern. Oh Gott. Und an die Kiste. Ich kann sie nicht erreichen. Danke. Jawohl, da haben wir Waffen. Legen wir uns das schon mal so hin, wie wir es brauchen. Ich weiß nicht, wann genau es losgeht. Und kommt schon der letzte Sprung. Jawohl. Checkpoint 3 von 10. Also es ist echt ein ziemlich langes Jump'n'Run, wie ihr merkt. Und ich bin mal gespannt, ob das überhaupt jemand schafft. Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Aber hier haben wir schon wieder eine Kiste. Jawohl. Jawohl, ein Goldbrustpanzer. Das ist stark. Also wir sind schon ziemlich gut ausgerüstet. Vielleicht nochmal was zu essen. Wobei, haben wir ja auch. Also, ich wüsste nicht, an was es mir noch mangelt. Vielleicht ein Steinschwert oder so. Wäre noch ganz nett. Und wenn ich hier noch ein paar Sprünge schaffen würde, wäre das auch ganz nett. Also ein sehr cooler Spielmodus auf dem Play-Meine-T-Server. Oh Gott, das ist hier so ein bisschen komisch, weil man rutscht hier so runter, wenn man nicht auf den, oh Gott, Balken abspringt. Letzter Sprung, dankeschön. Und hier können wir jetzt ein bisschen besser springen. Eine Eisenaxt, das ist doch schon mal gut. Noch was zu essen und einen Bogen. In den nächsten vielleicht noch ein paar Pfeile und dann ist auf jeden Fall stark. Es sind welche ziemlich gleich auf mit uns. Ach verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm. Die Sprünge hier sind nicht so schwierig, sagte er und fiel runter. Die kann man wenigstens so in einen Lauf machen. Dann dauert das nicht so lange. Komm schon. Jep. Oh nein, jetzt kommen so Zaunsprünge. Die kann ich ja gar nicht abhaben. Oh Mann, das wird, glaube ich, nichts hier. Weil hier muss man immer zwischendurch abstoppen, natürlich. Beziehungsweise man muss nicht, aber ist dann minimal einfacher, würde ich beinahe sagen. So, das ist wieder ein weiterer. Hier sind auch so verschiedene Abstände drin, die man ganz schlecht nur einschätzen kann. Oh. Komme ich da an die Kiste? Ja, komme ich. Eine bessere Hose, die bringt uns mehr Rüstungspunkte. Ah ne, wobei, wir haben schon eine Eisenhose. Okay, dann hat die Kiste leider nichts gebracht. Weil der Kettenbrustpanzer genauso viele Rüstungspunkte gibt wie der Gold. Wie wir alle wissen, oder beziehungsweise jetzt wissen, wenn ihr es noch nicht wusstet. Verdammt, das ist jetzt nicht mein Ernst. Alter, ich war so weit. Und das bei so Gammelsprüngen. Komm, jetzt versuche ich es schneller. War ein Fehler vielleicht. Aber ich meine, wir haben die Kiste von dem Abschnitt schon, dann sollte ich da möglichst schnell noch durchkommen. Wir haben auch nur noch 3 Minuten Zeit. Das ist nicht so viel. Oder ich mache es doch auf Nummer sicher, aber ich weiß nicht, ob ich dann in 3 Minuten überhaupt noch irgendwas bekomme. Deswegen, oh,
Wenigstens bei den ersten Sprüngen sollte ich mal noch abstoppen. Und dann bei solchen, die hier so eine Gerade sind, kann ich hier durchaus beide machen. Auch wenn die unterschiedlich lang sind und man dann abstoppen muss, wenn es kritisch wird. Also ich bin nicht der Einzige, der hier hängt. Unsere Gegner chillen auch an der Stelle hier. Vielleicht haben die noch nicht mal die Kiste bei diesem Teil hier geholt. Ich war auch wirklich fast am Ende, oder? Zumindest die Hälfte hatte ich auf jeden Fall schon mal. Also ist es durchaus möglich für einen Otto-Normal-Jump'n'Runner, wie ich einer bin. Boah. So, das machen wir wieder so. Ich stopp lieber mal noch ab. Ich glaube, den dritten hätte ich versemmelt sonst. Na? Jetzt hier so ein Quersprung. Oh Gott. Also mein kleiner Finger, der für Sneak und STRG zuständig ist, der verkrampft hier tatsächlich gerade ein bisschen und 6 von 10 Checkpoint erreicht, jawohl. Vielleicht kommen jetzt ja wieder einfachere Sprünge, na, sagt er, und dann kommen so Leitersprünge um die Ecke. Die gehen aber im Vergleich zu denen gerade vielleicht sogar noch. Die konnte ich mal richtig gut, aber gerade will es nicht so ganz funktionieren. So, wir müssen einfach hier an der Ecke bleiben, genau. Da müssen wir aufpassen, weil in der Mitte ein Loch ist. Na? Muss ich hier runter? Ich glaube nicht. Ich springe lieber mal weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler... Oh Gott. Oh. War oder nicht. Da ist schon wieder ein Checkpoint und da war keine Kiste. Ist ein bisschen mies. Und nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Schon wieder den vorletzten Sprung war es, glaube ich, verkackt. Und der letzte war echt geschenkt. Na, oder ist da eine Kiste unten? Ich sehe keine, deswegen... Da ist eine. Oh, die hätte ich beinahe übersehen. Immerhin noch Schuhe, das ist doch schon mal etwas. Und ein Pfeil. Besser als nichts. Ah, verdammt. Das ist ein bisschen blöd, dass da so eine Treppe ist. Da kann man gar nicht gut einschätzen, wann man wie abspringen muss. So, get back to Hub. Warum steht das da? Ich will nicht zurück zum Hub. Ich bin hier gerade gut am Start. Hoppa. Und danach kommt, wie gesagt, so eine Art Quick-Survival-Games-Runde. Ah, Mann, der Sprung ist echt schwierig. Hat mich beim ersten Mal auch verwundert, dass ich den geschafft habe. Und Fred Dave hat, glaube ich, den Abschnitt hinbekommen. So wie das aussieht. Ah, verdammt. Nein, ich will immer noch den einen, also den halben Block von der Treppenstufe mitnehmen. Aber dann springe ich zu spät ab, beziehungsweise gar nicht mehr dann. Ich werde einfach mal versuchen, das so zu machen. Ja, dann kommt man nämlich besser rüber, wenn man es aus dem Lauf macht. Nein! Ah, ich hasse diese Treppenstufen. Er ist bei 280. Ich war gerade bei 278 und fast am Checkpoint. Ich weiß nicht, ob er es schon geschafft hat. Und wir haben da noch 15 Sekunden, deswegen sollten wir uns jetzt ranhalten oder sterben. Okay. Gut, dann machen wir uns, würde ich sagen, bereit. Wir können uns mal umschauen. Ich sehe hier keine Gegner weit und breit. Die scheinen von uns entfernt gewesen zu sein. Und es geht's direkt los. Es scheint direkt loszugehen. Da ist ein Zombie. So. Da unten ist jemand. Der ist... Der hat eine Dierbrust. Genau. Genau, genau, genau. Und ich habe ihn bekommen. Aber man bekommt die Sachen vom Gegner nicht. Nein. Oh, wie bitter. Das wäre so cool gewesen, hätte ich den Dierbrustpanzer bekommen. Jetzt mischt sich hier einer ein. Oder? Nee, doch nicht. Hä? War das ein Team? Ich weiß es nicht genau. Okay, der geht auch nur auf mich. Also ich weiß nicht, was bei den Leuten krumm läuft, aber die scheinen mich in den Fokus zu nehmen. Ja, das ist ein Team. Das sind Teamer. Aber die sind nicht so gut. Beziehungsweise haben es nicht so ganz drauf. Einen Pfeil habe ich verschossen, leider. Okay. Den da haben wir aber fast down und ich merke gerade, man regeneriert hier schnell Leben. Ist ganz cool. Dann muss man nicht immer so lange warten, um zu regenerieren. So, und jetzt bist du hier in einem Raum, aus dem du nicht mehr lebend rauskommst. So, wir haben schon gut auseinandergenommen. Ach so, man hat 3 Leben, fällt mir gerade auf. Oh. Ja gut, dann haben wir schon mal ziemlich gute Arbeit geleistet. Der im Jump'n'Run ziemlich weit vorne war, hat aber immer noch alle Chancen. Oh Gott, da ist er. Das war er. Ja, wir haben einen Down. Komm schon, dich noch. Ja. Nein. Okay, jetzt sind wir einmal gestorben. Ist aber okay. Wir sind immer noch vorne mit dabei. Ich könnte mir den Kompass mal hier reinlegen. Und unser Essen geht aber bald aus.
Ich weiß nicht, ob wir auch noch regenerieren, so schnell, wenn wir kein Essen mehr haben. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir könnten uns natürlich auch erstmal verstecken ein bisschen, um abzuwarten, dass die Leben verlieren, aber das ist natürlich ein bisschen langweilig, deswegen werde ich mich da einmischen. So, da ist wieder Brad Dave am Start. Der dürfte nicht mehr so viele Leben haben, war zumindest gerade im Kampf mit einem. Deswegen gehe ich mal auf ihn rauf. Der hat auch nicht die beste Rüstung, aber halt ein extrem starkes Schwert. Und ja, der wird uns jetzt absnacken. Das ist... Na, der hat aber nur noch ein Leben. Der sollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und macht er anscheinend auch, weil er mich nicht direkt so stark verfolgt. Ich hoffe, ich werde nicht vergiftet. Verdammt, ich wurde natürlich vergiftet. Aber wir sind fast wieder voll. Bedeutet, wir könnten uns mit dem anlegen. Der hat ähnlich starkes Equip wie wir. Oh nein, und hat uns erwischt. Verdammt, bin ich bei ihm in der Nähe? Nee, bin ich nicht. War da gerade ein Name? Nee, anscheinend auch nicht. Und damit haben wir jetzt auch nur noch ein Leben. Und einer hat noch zwei. Jonas, ich weiß nicht, was der für Ausrüstung hat. Aber ich glaube, vielleicht versteckt er sich auch einfach nur. Jetzt sind hier natürlich alle ein bisschen vorsichtiger am Start. Natürlich verständlich. Ich würde mich ungern mit Dave anlegen und ungern mit... Ah, Moment. Jonas ist der uns gerade gekillt hat, oder? Ich bin mir nicht sicher. Warte, wo sind die denn? Hinter mir? Ja. Oh, das ist... Ah, okay, der hat nur noch ein Leben. Ich habe auch nur noch ein Leben. Das ist jetzt schon vorläufiges Deathmatch. Und... Oh, ich habe es ganz knapp überlebt. Also, das war echt... Bisschen eine enge Geschichte. So, wir sollten was essen. Und wir rennen... Ja, wieder schnell Leben. Oh Gott, da versteckt er sich einfach. Und der erwischt uns gar nicht. Gar nicht gut. Autsch, jetzt hat er uns runtergeboxt. Oh, dann hat es doch nochmal ein bisschen... Bisschen knapp ist es doch noch geworden. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aufgeräumt. Aber es sind immer noch drei Leute am Leben. Da hinten ist einer mit Goldrüstung. Könnte Dave sein? Ja, oder? Ja, ist er. Hä? Jetzt FFA? Es war schon die ganze Zeit FFA, oder? Oder es waren halt doch Teamer am Start. Kann er nicht mehr sprinten? Doch, er kann auch sprinten. Verdammt, ich dachte schon. Das wäre natürlich uncool gewesen. Für ihn. Für mich wäre es ziemlich nice gewesen. Hat er mich nicht bemerkt? Doch, bemerkt mich. Aber warum rennt er dann weg? Ist die große Frage. Der wird sich wahrscheinlich gleich umdrehen und mir eine gewaltige Combo geben. Ich sehe es schon kommen. Na? Wo ist denn der andere? Das ist jetzt die große Frage. Da ist er. Na, komm, gehen wir erstmal auf ihn. Dann wird uns Dave mit Sicherheit absnacken. Aber ist mir egal. Oh. Schnell was essen. Okay, er kommt nicht in unsere Richtung, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht will er mich auch rennen lassen. Das wäre auf jeden Fall eine nette Geste. Ja, ich weiß nicht, was vor regenerieren heißt. Kein Ding. So. Okay. Auf jeden Fall ein netter Gegner. Wir könnten mal schauen. Warte, ich habe eine Idee. Ich gebe ihm hier das da. So, und dann mache ich mal... Ich weiß nicht. Okay, nen... Nee, warte mal, dann mache ich das so. Müsste stimmen, oder? Ich bin mir nicht sicher. 2, 4, 5, 1,5. So, wir haben nur noch eine Minute Zeit, deswegen sollten wir uns ein bisschen ranhalten. Okay, er schreibt okay. Also, auf geht's. So. So, wir haben ihn mit der Angel zwar erwischt, aber dann nicht richtig erwischt. Aber wir kombonen besser. GG, war eine ziemlich coole Runde. Und, Junge. Okay. Ich weiß nicht, was er damit andeuten will, aber... Steinaxt ist... Gleich
Okay, der hat anscheinend nicht so ganz gecheckt, dass Steinwachs gleich stark ist. Ich hatte leider kein zweites Schwert, hätte er mir eins gegeben, okay, aber naja, in meinen Augen war es fair. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Auf jeden Fall der Spielmodus nur zu empfehlen. Die Lobbys sind ziemlich voll, seit das ungespielt mal gespielt hat, aber man kommt noch drauf.